Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Bevor ich zu meinem heutigen Video komme, möchte ich erstmal ein riesen dickes Dankeschön an euch alle sagen. Und zwar für die mittlerweile über 300 Abonnenten. Ich habe mich so gefreut, wie die 300er Marke geknackt war. Ihr seid die Besten. Danke, danke, danke an euch alle. Es wird in der nächsten Zeit auch irgendwann noch ein besonderes Video dazu geben. Wünscht ihr euch denn irgendein Video von mir? Was soll ich denn mal machen? Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht lässt sich ja was davon verwirklichen. Aber wie gesagt, einfach nochmal Dankeschön. Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Aber jetzt zum eigentlichen Grund dieses Videos. Ich habe mal wieder bei Medimobs bestellt. 4 Bücher, und zwar alles Krimis aus dem Emons Verlag. Ja. Ihr wisst ja vielleicht, Emons ist ja, was Krimis angeht, einer meiner Lieblingsverlage. Auf der Frankfurter Buchmesse, ihr werdet lachen, bin ich mit einem Notizzettel vor dem Emons Stand gestanden und habe mir einige Titel abnotiert. So nach dem Motto, ja, das ist interessant, das kannst mal lesen, das kannst mal lesen, das kannst mal lesen. Das ist eine ordentlich lange Liste geworden. Habe ich sogar hier gerade mal rausgesucht. Wie gesagt, 4 Krimis. Bei einem bin ich ein bisschen enttäuscht vom Zustand her, aber das seht ihr ja gleich. Das erste Buch, Jutta Mähler, Milchschaum. Es ist ein Fall aus der Fanny Roth-Reihe. Der dritte Band meines Erachtens. Ich habe ja mal gesagt, dass mich die Fanny Roth-Reihe bisher nicht so begeistert hat, aber da die Bücher ja alle in meiner näheren Umgebung spielen, wollte ich Fanny einfach nochmal eine Chance geben, mich zu überzeugen. Die Handlung hört sich sehr lustig an, ich bin gespannt. Und ich finde auch das Cover richtig schön mit dieser Kuhschnauze da. Dann habe ich mir geholt Andrea Kockler, Tod im Tulpenfeld, ein Moseltal-Krimi. Ist jetzt ein bisschen angekratzt, aber okay. Es war auch das billigste Buch. Es spielt eben rund um Trier. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf auf dieses Buch. Giftpflanzen und Pfeilgiftfrösche. Hört sich interessant an. Dann ein Buch, das habe ich eben auf der Frankfurter Buchmesse am Emonsstand gesehen. Stanley Oswald, Tod auf dem Titisee. Ein Badenkrimi. Mit Hubertus Hummel bin ich jetzt schon in die Schwarzwald-Krimis eingetaucht. Aber bin mal gespannt, wie dieser Schwarzwald-Krimi hier wird. Und das war auch das teuerste Buch aus der Bestellung und vom Zustand wirklich top. Also da ist nichts dran zu sehen, keine Leserille, kein gar nichts. Super. Und jetzt kommt das Buch, das mich vom Zustand etwas enttäuscht hat. Hieß Neuwertig. Seht her. Hier, der Deckel ist schon verbogen, wir haben hinten hat es einige Leserillen und es ist auch schon angekratzt. Na ja, aber ich glaube, ich werde es trotzdem noch im Regal behalten. Und zwar ist es Petra Kirsch, Mord an der Kaiserburg. Von Petra Kirsch habe ich ja bereits Dürers Hände, Mord in der Norris sowie Mord auf Fränkisch im Regal stehen. Mit diesem Buch hier fehlt mir nur noch ein einziges. Aus der Paula Steiner Reihe. Da hoffe ich ja beim weißblauen Booktuber-Treffen in Nürnberg, dass ich da fündig werde und das dann auch in mein Regal einzieht. Auf dieses Buch hier freue ich mich auch schon total. In den nächsten Tagen wird es auch eine T.B. Archer-Rezension von mir geben, denn Sau tot habe ich schon ausgelesen. Ich bin jetzt gerade bei Spektakulum am Lesen, das habe ich jetzt einfach mal ohne TBA-Schatzierung ganz spontan angefangen. Jetzt wie gesagt, Spektakulum werde ich mal rezensieren und Sautod werde ich euch auch rezensieren. Und jetzt noch eine kurze Ankündigung. Es ist ja nicht mehr lange hin, bis zum 1. Dezember. Und dann geht mein Adventskalender wieder in die neue Runde. Ja, auch dieses Jahr gibt es vom 1. bis 24.12. wieder jeden Tag ein Video von mir. Und dieses Jahr habe ich da auch noch eine besondere Überraschung mit dabei. Also seid ihr auf jeden Fall mal gespannt.
Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Maya 3007.